Hallo, hallo, meine lieben Friends da draußen. Wir sind wieder unterwegs. Ich sitze gerade hier in der Zugmaschine. Ich stehe hier vorne im Eingangsbereich. Und wir waren gerade bei der Einschulung von der Emily. Deswegen sitze ich hier auch in guten Klamotten. Cosmos war mit dem Vater hier unterwegs. Ich denke mal, die haben abgebaut. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch da sind. Ich war noch nicht am Schießwagen vorne. Ich habe auf jeden Fall gesehen aus der Ferne, dass wohl schon abgebaut ist. Ja, ich fahre jetzt den Schießwagen nach Gottelau rüber auf den Lagerplatz. Und dann geht's nach Astheim. Wahrscheinlich mal kurz zu Hause vorbei und dann nach Astheim, aber nach Astheim. Und dann feiern wir noch ein bisschen mit der Family und so die Einschulung von der Emily. Und die Mutter ist umgekippt, die ist jetzt im Krankenhaus, sie hat wohl zu wenig Blut im Kreislauf. Die wollte jetzt eigentlich mit dieser Einstellung gehen, kippt die da bevor wir da hingehen. Ne? Also wir waren ja schon an der Schule da, aber da kippt die dann davor um. Ist erstmal bewusstlos geworden und dann ist meine Schwester mit der jetzt zum Doktor und die dann ins Krankenhaus geschickt. Ne? Zu wenig Blut im Körper. Ja, also ich fahre jetzt mal rein, häng an und mach mal alles ready. Dann fahre ich den Wagen mal nach Golle. So, also die fleißigen Bienchen sind noch dabei, machen gerade weg. War natürlich wieder Chef sein Geschäft zuerst dran, oder? Mhm. War Chef sein Geschäft zuerst abbauen und dann... Nee, wir waren die ganze Zeit hier. Die ganze Zeit? Ja. Dann habt ihr so lange gebraucht, zu dritt? Aber wir waren Tenorfahrer. Let's go. Ja, ich mach jetzt noch die Reste weg. Ist ja gleich fertig. Bin vollständig. Let's go. Ich stelle jetzt erstmal einfach hier ab. Den hole ich, ich weiß gar nicht, wann man den Großkehrer aufbauen kann. Immer nach dem Markt. War der Markt donnerstags oder war der Markt am... Ach, ist mir so festgeknüppelt hier. Oder war der am Donnerstag? Ich weiß es gerade gar nicht. Entweder war der Markt mittwochs oder donnerstags. Ich muss den Vater nochmal fragen später. Man kann da immer erst, wenn der Markt rum ist, dann immer aufbauen. Deswegen habe ich den jetzt hier nach Gulle gefahren. Macht halt sonst keinen Sinn, ne? Also wo willst du ihn hinstellen? Und überall, wo ich ihn hinstellen kann, ob ich dann von Gottel aus hier dahin fahre nach Groß-Gerau oder nicht, oder von hier aus, ist dann auch gehuppt wie geduppt. Der Schild, Mann. Hey, Digga, warum macht man das so fest? Verstehe ich nicht. So ein Nummernschild, weißt du, das zwirbeln die fest. Da fahr jetzt heim und dann geht's nach Astheim. Guten Tag, schön, Freunde der Sonne. Wir sind schon fleißig am Abbauen. Hier die Schießwagen, Süßwaren und... Ich habe Imbiss noch am Start. Im Zelt sind auch ein paar Leute, aber hier die Karussell, Angeln und Autoscooterabteilung haben schon angefangen. Ja, Dienstag war leider nicht so viel los für den Familientag. Leider, ja. Aber dafür war bestimmt ganz gut. So, aber gucken mal, wie früh haben wir denn eigentlich? Wir haben noch relativ früh. Wir haben 9 Uhr gerade mal. Ich glaube, heute wird es nicht so spät. Also 11, 12 Uhr. Aber zumindest nicht 2, 3 Uhr. Ja, that's the way. So, meine lieben Freunde, wir haben soweit, wie viele Mücken hier drin sind, gell? Ich muss mal gucken hier, das kann nicht runterfallen. Also hier meine große Powerbank. Jetzt aus, oder? Ja. Muss ich schon mal ausmachen. So, okay. Ja, hier in dem Schießwagen sind wir nächste Woche nochmal unterwegs. Krieg ich Gänsehaut. Wir sind in dem nächste Woche, da tue ich mit Darky, tue ich ein bisschen, komm, steht Bibel. Louis Bibel steht da. Tun wir ein bisschen Ware einscannen, in dieses System dann da reinmachen und probieren das so ein bisschen aus, ob das soweit funktioniert. Und ja, hoffen wir, dass das geht. Ansonsten sehen wir uns morgen hier nochmal, dann nochmal abbauen. Wir müssen uns ja nirgends wie abhetzen, weil wir müssen so morgen sowieso warten, bis, ich weiß nicht, wann ist denn der Markt vorbei? Ab wann kann man rein? 1 Uhr. Ab 1 Uhr können wir erst reinfahren. Vorher können wir sowieso nicht reinfahren. Dementsprechend müssen wir so oder so warten. Sehen uns morgen. Kamera so riesig. Ja, und Cosmo hat gebaut Unfall mit Bus. An der Mauer, nein. Nein? Nein. Wie geht's, Christi? Gut. Heute, gestern 11 Uhr zu Hause, heute 10 Uhr Start. War viel Schlaf. Hast du gut geschlafen? Du auch? Ja. Gesehen und. In Groß-Gerau. Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen in Deutschland. Der Chef macht hier wieder Vlog. Wir haben mir eine neue Leiter gegönnt. Die eine Leiter hat schon fast einen Geist aufgegeben. Da habe ich eine neue bestellt gehabt, hier beim Aufbauen. Das ist das schöne Ding. Und beim Abbauen gestern hat sie dann auch den Geist aufgegeben. Ist einfach komplett ausgebrochen. Vor allem ist hier dieser Tritt, hier oben die oberste Stufe. Ja, das ist ja nicht einfach nur hier in der Mitte auseinandergegangen, sondern die oberste Stufe ist durchgebrochen. Ich habe eine neue bestellt. Die machen wir jetzt hier rein.
kommt hier rein. Oh, er hat Strom rausgezogen. Dann nehme ich noch Strom drin gelassen gestern. Ich habe es nämlich eingeschaltet, weil ich dachte mir, wir machen sowieso heute erst Stromkabel weg. Da können wir auch den Strom hier anlassen, die Kameras und so. Mache ich das heute aus, ja, falls heute Nacht irgendwie einer einbricht, dass man das sieht. Ich müsste mir vielleicht noch was überlegen. Da müsste ich mal gucken, wie ich vielleicht noch mehr Powerbank da reinbekomme. Wisst ihr, wie ich meine? Dass das Ding auch mal, so wie jetzt, wenn Strom raus ist. Ich weiß nicht, ob da, kennt ihr da irgendwas, was man da irgendwie hinmachen kann? Gibt es irgendwie so größere Akkuzellen, die man dann dafür benutzen kann? Weil das Ding ist ja so mehr über Spannungsschutz mit Backup, was halt ein bisschen läuft, aber nicht so lange, sondern einfach nur wie so eine große Powerbank mäßig, dass das Ding hier noch ein bisschen mehr länger läuft als ich meine, es läuft ja ein bisschen. Also ich weiß nicht, wenn ich das jetzt anlassen würde, wird das locker mal 5-6 Stunden laufen. Was ich halt gerne irgendwie hätte, ist, dass das so auf jeden Fall mal so 3 oder 4 Tage hält, damit wenn montags der Platz zu Ende ist, man zieht Strom raus, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sodass 3 Tage mindestens überbrückt sind, wo dann immer Kamera weiterläuft. Genau, und wenn ich dann Freitag, sag ich mal, wieder aufbaue, habe ich ja wieder Strom, sodass das Ding auf jeden Fall mal so 3-4 Tage sollte das schon laufen. Ja, vielleicht auch länger, wenn es irgendwas gibt. Muss ich mal gucken. Aber vielleicht kennt auch einer von euch was, dann haut es mal in die Kommentare, was man da so benutzen kann. Ja, wir machen jetzt fertig. Genau, das kannst du hier reinmachen. Und der Dreier ist vom Chef. Den musst du auch rausmachen. Aber der machst du auf Maschine. Kommst du da dran? Aufzieh. So, Leiter habe ich rein. So, dann sind wir hier eigentlich fertig. Hier wieder zumachen. So, dann machen wir jetzt noch hier Zuckerwagen noch fertig. Autoscooter fertig. Und. Können wir schon mal die Zugmaschine laden. Da müssen die ganzen Bänke drauf, die ganzen Holzbohlen. Nicht gut, Chat. Ich hatte noch eine Mischung dabei, aber da ist nicht mehr so viel drin. Gönnt euch lieber Holy. Das war die Ausnahmedose. Ansonsten habe ich hier Holy dabei und mein Peach Panther zum Mixen. 1000-mal besser. Aber die Olle hat sich Red Bull gekauft, weil die trinkt immer noch gerne Red Bull. Und da habe ich mir gerade eine Dose gestritzt. Aber Holy besser. Vertraut. Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind jetzt schon zweimal nach Groß-Gerau gefahren. Die anderen stellen jetzt noch Autoscooter. Und in der Zeit fahre ich den Schießwagen schon mal her. Beziehungsweise ich muss ja erstmal den aus Astheim erstmal noch wegfahren. Den Helmut, der muss jetzt erstmal nach Gottelau. Und der Große steht ja in Gottelau. Den habe ich ja da. Wann war das? Vorgestern. Nee, gestern. Ich weiß schon gar nicht mehr. Alzheimer alles grüßen. Und dann fahre ich den anderen nach Golle, der wo jetzt in Astheim war, und fahre von Golle aus gleich den Schießwagen hier nach, von Gottelau dann den Großen nach, hierher nach Groß-Gerau. So, that's the way. I like to fuck. Chef, der Maschine. Und der Cosmo hat das Auto kaputt gefahren. Das war kein Scherz, by the way. Der ist einem hinten drauf gefahren. Ich zeig mal den Bus später, wenn ich dran denke. So, habe ich meinen Cosmo dabei. Ja, wichtig hier. Den brauche ich zum Anhängen. So, Adapter ist da. Kabel ist auch da. Tschüss, du Wichser. Bis später. Ey, ich muss unbedingt gleich mal. Ich habe noch Sekundenkleber in meinem Korb. Dieser Schaltknüppel hier, der löst sich die ganze Zeit ab. Er ist ja richtig zum Kotzen hier. Hier. Der muss mal wieder festgeklebt werden. Also, wir fahren jetzt rüber nach Astheim. Nochmal. Dann war es das aber für mich, glaube ich. Ist jetzt nicht, dass ich nochmal für irgendwas hinfahren müsste. Und nach Golle. Ja, und da kommen die Busse, die lassen wir erstmal durchschieben. So, okay, meine Freunde, let's go. Wir sehen uns gleich in Astheim und in Golle. Ja, weißt du, was scheiße ist? Der steht ganz schön nah hier dran. Das habe ich irgendwie nicht so nah in Erinnerung gehabt. Jetzt muss ich hier alleine die Deichsel rumziehen. Da habe ich ja Bock drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alleine hinkriege. Schön die neuen Reifen auch sind, ne? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden mit den neuen Reifen. Machen wir mal alles dran. Das eine Holz noch weg. Sehr schön. So, gut, ich mach mal alles dran. Ein Holz noch. Nicht vergessen. Hadouken. So, wieder Wiederholungskennzeichen dran. Und dann können wir nach Golle fahren. Jetzt gepiept von dieser Maschine. Geben auch so auf den Keks. So. Gut. Let's go. Fahren los. So, ich stelle den mal hier hin, weil ich würde ihn jetzt am Wochenende tue ich den hier mal aufbauen. Da ist hier die Position eigentlich ganz gut. Aber nämlich hier vorne liegt nämlich das Kabel. Aber wir brauchen ja auch Strom. Und wir haben jetzt schon nachmittags. Ne, dann haben wir hier, wir kommen am Samstagmorgen, machen wir das. Schon
mit den anderen geschrieben. Na, dann haben wir die Sonne im Rücken, dass wir dann nicht so in der Sonne stehen. Wir machen das morgens irgendwann. So, Nummernschild ab. Oh, da ist die Schraube rausgegangen, der einen Seite. Ei. Ich bin auch echt froh, ne? Wenn der Wagen mal gemacht ist, ne? Wenn ich den im Winter angehe, ich bin mal gespannt, wie er wird. Ob das wirklich, ob ich das alles so hinkriege, wie ich mir das vorgestellt habe. Ob genug Kohle da ist zum Reparieren, ne? Weil Geld ist natürlich auch eine Sache. Ob ich genug Kohle habe und ob es auch so wird, wie ich es mir vorstelle. So, das haben wir. Den können wir auch rausmachen. Den brauchen wir auch nicht. Der andere ist nämlich auf 24 Volt. Ja, da hänge ich jetzt den da drüben an. Dann machen wir uns gleich wieder, sobald ich das fertig habe. Ah, oh, jetzt hat voll der Druck drauf. Scheiße ist, man kann da auch nicht mal richtig mit Gewalt dran, weil hier genau dieses kleine Eisen hier oben drüber ist. Schwierig. Okay, ich muss ein bisschen vor Ort zurückzuppeln, bis der locker ist. Fast rausgefallen, Alter. Ah, oh, Junge, dieses Piepen, ey. So, wir hängen jetzt soweit. Mach jetzt nochmal Nummernschild dran. Dann können wir los. Dann sind wir wieder drüben. Habe ich mein Portemonnaie dabei? Aber ich habe noch kein. Ich habe noch Essensgeld vom Vater. Davon hole ich mir jetzt erstmal ein Eis. Ja, Schießwagen steht jetzt drin. Gerade Schießwagen reingestellt. Kinderkarussell haben wir reingestellt. Jetzt haben wir schon. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Haben wir schon 18 Uhr? Naja, noch nicht. 17 Uhr. Ja, Karussell gerade reingestellt. Schätze mal, da werden wir heute nichts mehr anfangen. Das machen wir morgen. Was denn heute? Mittwoch. Ja, morgen alles fertig machen. Und am Freitag geht's schon los. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal was anfangen. Aber normal geht's schnell. Sollte eigentlich nicht so das Ding sein. Ich hole mir jetzt erstmal da vorne hier nochmal ein Eis. Hab ich mir verdient. Ist auch ekelhaft warm heute wieder. So, das machen wir morgen, ne? The Big OG hat geplant, dass wir das heute machen. Also haben wir jetzt noch Zuckerwagen aufgebaut. Noch Schießwagen jetzt noch aufgebaut. Schilder hängen. Ist ja immer wichtig zu erwähnen jetzt. Ne? Da ist auch übrigens noch nichts passiert, ne? Das ist jetzt schon. Also mein Anwalt hat mir gesagt, so ungefähr 2 Wochen. Bis da was passiert. Wann war ich da gewesen? Vor Rüsselsheim. War das vor Rüsselsheim oder nach Rüsselsheim? Nee, vor Rüsselsheim meine ich. Ja, ist jetzt schon 3 Wochen her. Über 3 Wochen. Bin mal gespannt. Ja, aber hier, wir sehen es nochmal. Dass man auch immer sieht, ne? Ich weiß nicht, müssen wir das jetzt wirklich jedes Mal machen, bevor wir eine Veranstaltung anfangen? Einmal filmen, dass ich die Schilder auch aufgehängt habe. So, wir machen jetzt noch Karussell. Wird jetzt noch hingestellt. Also noch die Achsen rausgemacht. Und dann, ja. Dann haben wir es vielleicht für heute. Dann morgen noch alles fertig machen. Sauber machen, fertig machen. Und dann morgen machen. Vielleicht könnte man mal morgen wieder den Kerscher mitnehmen. Könnte man wieder abkerschern. Wäre eigentlich eine gute Idee. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr? Ach, guck mal, der Stromboy. Katze hat Strom gestellt. Sehr gut. Hier mal Zeit. Stell dich mal hier rüber. Und dann machen wir mal Karussell. Here we go. Here we go again. So, Freunde der Sonne. Wir sind erstmal fertig für heute. Haben jetzt Karussell komplett den ganzen Tag aufgebaut. Haben hier noch gar nichts gemacht. Kommen wir morgen um 14 Uhr geht es hier offiziell los. Dann komme ich morgen halt um 12, weil die anderen kommen sowieso auch um 12. Dann tauchen wir auch um 12 hier auf und dann können wir noch vorher fertig machen. Und wir sind ja ein paar. Von daher, achso, ich muss die Kasse noch zuschließen. Hier. Gut. Ich fahre jetzt nach Hause und dann hole ich mein Kind zum ersten Mal von der Schule ab. Ja, die haben am Dienstag Einschulung. Heute ist Donnerstag. Gestern hat die Michi sie geholt. Und heute bin ich dran. Halbe Stunde habe ich noch. Es wird eng. Erstmal muss ich sie abholen und schon komme ich zu spät. So, meine hübschen Freunde da draußen. Ich bin gerade dabei, hier die ganze Technik abzubauen. Das war's mit dem Autoscooter-Stream, das war's mit Büttelborn. Ich mache hier gerade alles fertig und hier hat auch gerade noch jemand kurz vor Ende 50 Euro verloren. Lag im Auto. Aber kam auch noch keiner, ist jetzt auch schon 20 Minuten her. So schnell sind 50 Euro weg, ne? So schnell können 50 Euro mit dem Autoscooter weg sein. Man muss sagen, tatsächlich, muss man echt sagen, die Leute, die im Livestream dabei waren, die haben es ja mitbekommen. Generell wurden dieses Wochenende wieder sehr viele Handys verloren, sehr viele Portemonnaies liegen gelassen. Dafür, dass sie alle ihr Zeug wiedergekriegt haben, wurde echt ganz schön selten Danke dafür gesagt. Also so, ey, habt ihr mein Handy? Wurde hier ein Handy abgegeben oder whatever? Ja, hier, gib mal einen PIN ein. PIN eingegeben, dann so und weg. Und weggegangen. Man merkt richtig, die Leute sind echt dankbar dafür, dass sie das wiederbekommen haben. Auch ganz korrekt angelehnt. So, ich habe jetzt fast alles weg. Ein bisschen fehlt noch was. Ein paar fahren auch noch, aber die sind schon am Vorbereiten. Hallo, bitte? Nein, können noch fahren. So, dann auf, dann steige ich noch ein, dann kannst du noch mitfahren die Runde. Okay. Ja, ich räume jetzt auch noch ein bisschen Zeug weg. Also ich habe schon alles zusammen gemacht. Das dauert natürlich. Wann habe ich denn den Stream ausgemacht? Wo haben wir denn jetzt? Um 7 habe ich den Stream ausgemacht. Eine Stunde jetzt fast genau, ja. Krass. Allein die Technik wegkommen. Aufbauen hat ja über 3 Stunden gebraucht, bis ich die ganze Technik aufgebaut hatte. Und jetzt eine Stunde gebraucht, um alles wieder wegzumachen. Aber die Schilder müssen noch weg. Es ist schwierig momentan. Es ist viel um die Ohren, viel Stress, viel hier, viel da und.
Und ich habe echt wenig Kopf für Vlogs momentan, muss ich echt sagen. Ne? Habe ich echt wenig Kopf für. Naja, das Crowdfunding ist auch hinfällig, weil der Fireball wurde schon verkauft. Den hat schon direkt einer weggenommen. So viel zu diesen ganzen Kirmes-Forum-Boys, die da geschrieben haben, so, dass da überhaupt jemand Interesse an diesem Geschäft hat, bla bla bla, hin und her. Ja, anscheinend mehr als genug, weil das Ding ist schon verkauft. Aber dementsprechend ist leider das Crowdfunding hinfällig. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal nochmal ein Crowdfunding starten für was anderes oder ne, whatever. I don't know, da müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Wir fangen jetzt an abzubauen. Die anderen haben schon hier Schaukel abgebaut. Da drüben beim Babyflug sind sie noch dabei. Und dann gehen wir ans Karussell und Tim und so und Co. machen dann Autoscooter. Let's go. Hier muss unbedingt mal Licht rein in den Scheiß. Wagen, dass man hier mal Strom hat. Guck mal, diese kleine Lampe, guck mal, wie hell die macht. Guck mal, diese kleine. Genau, machen wir alles zu weit rein. Übrigens, also ich finde das mega gut mit dem hier, ne? Der Vater ist ja nicht so begeistert davon. Der hat eher so skeptisch geschaut. Aber ich finde das hier mit dem Schlagbohrer hier am Kinderkarussell, finde ich super. Weil dann kann man so einige Schrauben, kann man um einiges schneller dran und abmachen. Geht super schnell. Und dann sind die Schrauben auch fest, ne? Mit dem Schlagbohrer geht das auch. Kann man die auch schön festziehen. Ja, damit kann man das halt alles ultra schnell festziehen. Auch hier diese Schrauben hier draußen, ne? Die dann hier für später noch dran gemacht werden. Und von den Fahrzeugen die Schrauben und. Gibt so ein paar Schrauben, die man dann immer mühselig mit der Hand da dran und abmachen muss. Und ich finde es auf jeden Fall besser, wenn das hier mit dem Schlagbohrer gemacht wird. So, ja, das hier ist mein Arbeitsplatz in ein paar Tagen. Ich muss Kassendienst machen im Kinderkarussell, weil sich hier das spontan ergeben hat mit Kinderkarussell, dass wir jetzt doch in Bauschheim stehen, weil Abteilung Elfi hat sich wohl irgendwie nicht beworben, weil sie Königstetten haben wollen oder sowas mit dem Kinderkarussell. Da stehen aber wir. Deswegen hat sie sich jetzt irgendwie nicht für Bauschheim beworben, so wie ich das verstanden habe. I don't know. Auf jeden Fall hat sie sich nicht beworben. Bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. Deswegen mache ich jetzt Bauschheim. Eigentlich haben wir ja sonst auch immer in Bauschheim gestanden. Ja, Rüsselsheim, Kerb und Meilenberg stehen wir ja immer noch nicht mit Kinderkarussell. Das müssen wir mal schauen, ne? Wie das so in Zukunft weitergeht. Weil wenn ich dann das Kinderkarussell habe, ist das ja dann auch mein Problem dann. Ich meine, das ist ja sowieso mein Problem. Also, ne? In Anführungszeichen. Aber dann ist es ja wirklich mein Problem, wenn das dann irgendwann mal mein Geschäft ist. Da muss ich dann gucken, dass ich dann mich wieder nach... Da muss ich ja meine Influencer-Kräfte mobilisieren, Chat. Da müssen wir uns dann aber... Warte, ich muss mal hier einmal... Dass das nicht so hell ist, sonst blende ich mich selber. Da müssen wir aber mal einen Shitstorm gegen die Stadt Rüsselsheim fahren, oder? Damit wir, damit der Olaf Bublix mit seinem Kinderkarussell da stehen kann. Weil es kann ja wohl nicht sein, dass auf Rüsselsheimer Plätze, Maimarkt und Kerb, kein Bibels, ne? Rüsselsheimer Schausteller steht nicht in Rüsselsheim, weil er keinen Platz kriegt. Kann ja wohl nicht sein, oder? Da müssen wir nochmal ein Fass aufmachen, wenn das soweit ist. Mal gucken, was wir jetzt gleich noch machen. Die räumen jetzt noch so weit weg. Ich weiß nicht, ob wir noch was am Babyflug machen können. Eigentlich nicht wirklich. Wir wollen die Fahrzeuge noch wegmachen. Die wollten wir aber morgen wegmachen, weil es so dunkel ist. Man könnte die Kiste draufstellen. Ja gut, die Stangen kriegen wir nicht weg. Ich glaube, ich mache einfach alles aus und schließe hier zu. Und dann können wir das morgen machen. Dann sieht man nämlich auch was wegen hier draufsetzen, weil hier ist stockdunkel. Und wir sind ja schon relativ weit. Yes! Ach, Scheiße, habe ich vergessen. Ich tue ja momentan auch meine Arbeitszeiten tracken. Ich habe angefangen... Mit Handschuhen, ne? Ich habe angefangen am Freitag, habe ich angefangen zu tracken. Sieht man das mal hier? Ne? Da sind wir jetzt bei 9 Stunden Freitag, also 9 Stunden 42. Dann 11 Stunden, 11,5. Also sagen wir mal 20, 21, 31,5. Und heute sind wir auch noch 32, 42 Stunden haben wir jetzt schon. So, der Tag ist noch nicht vorbei. Und ich habe noch... Ich glaube, ich hätte nicht tracken sollen. Wenn ich dann mal realisiere, wie viele Arbeitsstunden ich hier eigentlich kloppe dafür, wird meine Motivation wahrscheinlich in den Keller gehen. Also wir sind schon über 40 Stunden und wir haben noch 3 Tage vor uns. Noch 3 Wochentage. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Die 70 werden wir, denke ich, knacken auf jeden Fall. Und das ist ja immer so. Ist ja jetzt nicht so, dass jetzt die Woche jetzt irgendwie viel mehr oder viel weniger ist. So. Sondern es ist eine normale Woche so eigentlich. Ne? Naja, ich guck mal oben gerade, wie weit die anderen sind. Ich habe meine Mütze vergessen. Auf dem Kinderkarussell. Was ist denn meine Mütze? Hallo, willkommen im nächsten Morgen. Ich habe gestern, als ich heimgekommen bin, dachte schon so irgendwie, hört sich mein Spülkasten komisch an. Und ja, da wo das Ding hier festgeschraubt ist, hier ist ja das Ventil. Na, hier wo das draufgeschraubt ist, seht ihr schon, hier so ein bisschen. Na, ich mach das wieder rein, nicht dass hier irgendwie Wasser läuft. Hier sieht es besser. Ist hier einfach abgebrochen. Warum auch immer. Dass da abgebrochen ist an der Stelle. Und da ist so ein kleiner Wasserstrahl. Nicht krass, aber so ein bisschen halt. Hier so rausgesprüht. Und ihr seht schon hier,
alles nass, ne, hier aufs Holz so. Dann hat sich natürlich vollgesaugt, ne, hinten drin, hinten im Kasten, ne, da um die Ecke auf dem Boden auch. Es geht, also ist jetzt nicht Überschwemmung, aber das Holz hat sich halt vollgesaugt. Dementsprechend sind auch jetzt die Fliesen von der Wand gegangen. Heute Nacht, weißt du, wenn du nach Hause kommst, dann musst du erstmal hier den Trockner erstmal hier runter schaffen, dann lag da ja alles Zeug drauf und. So, jetzt muss ich heute, wenn wir mit dem Aufbauen soweit fertig sind, also erstmal abbauen noch den Rest, wenn wir mit dem Aufbauen soweit fertig sind, muss ich dann erstmal nochmal in den Baumarkt fahren, muss gucken, ob ich hier so ein passendes Ding finde. Weiß ich halt nicht, ob man sowas so einzeln bekommt. Wahrscheinlich schon, oder? Muss ja irgendwie, oder? I don't know. Oder hier so ein ganzes Innenleben. Muss ich dann noch hier ausbauen und muss dann nochmal schauen. So. Wir fahren jetzt. Maschine habe ich schon angemacht. Maschine läuft schon. Und wir fahren jetzt nach Little Born rüber. Let's go.